Ja, guten Tag. Hier das ergänzende Video, das ich versprochen habe. Es geht um die Basiskalibrierung des 53.1 31 oder 32a, der beiden Universalzähler. Es geht nur um die Basiskalibrierung, das heißt alle Dinge, die man an dem Gerät selbst machen kann mit wenig oder ganz wenig Zubehör. Zubehör, das man so oder so haben muss, um das Gerät dann korrekt zu betreiben. Damit man die Kalibrierung anfangen kann, muss man Folgendes machen. Scale drücken, Power On drücken und jetzt kommt man zu Kalibrieren Unsecure. Das heißt, ich habe das bereits freigeschaltet. Es gibt dann auch noch die Secure. Dann muss man den Code eingeben. Der Code ist übrigens schlicht und einfach die Geräte. Spezifikation also 53131, aber so ist das bereits getan, also keine Hexerei, steht übrigens auch im Handbuch. Und jetzt kann man hier die verschiedenen Kalibrier-Dinger aufrufen mit Scale. Jetzt kann man hier zum Beispiel den Offset des Kanal 1 checken, Enter drücken und jetzt heißt Remove Input from all channel, from channel 1, das geht, das ist nicht eingeschaltet und dann Enter drücken. Und jetzt macht er das schon und schon Offset Kanal 1, okay. Jetzt machen wir Kanal 2, dasselbe Spielchen, noch einmal, auch wieder Remove Input from channel 2, wenn das durch ist, Enter. Genau, Calibrating 2, auch okay. Das nächste ist Gain 1, Enter. Und hier ist folgendes, man muss genau 5 Volt zu diesem Channel 1 einspeisen. Und zu diesem Zweck habe ich da mein Agent eingeschaltet und werde ganz genau 5 Volt einspeisen. Ich habe das mal hier getestet auf meinem Multimeter und hier sind ganz genau 5 Volt. Diese 5 Volt speise ich jetzt hier ein auf Kanal 1. Genau. 5 Volt eingespeist. Jawohl, sind ganz genau 5 Volt und Enter drücken. Das kalibriert ist. Auch okay. Dasselbe machen wir jetzt Kanal 2. Enter. Und hier dasselbe Spielchen. Genau. Wenn das durch ist, Enter. Calibrating auch perfekt. Das nächste ist Calibrating TI, Time Interval. Da gibt es einen Quick und einen Fine. Wir gehen mal auf das Quick. Hoppla. Habe ich da was? Quick, jawohl. Und hier muss man aufpassen. Hier sagt er, man soll 10 MHz Square Wave. Also nicht einen Sinus, sondern Square. Glücklicherweise macht mein Bodnar, das GPSDO von Leo Bodnar, das macht ganz genau vom GPSDO 10 MHz Square. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist das Bodnar hier. Und das macht 10 MHz Square, also Rechteck. Und dann Enter drücken. Und jetzt macht ihr das TI Calibrating. Pass, auch okay. Das nächste ist Calibrating Time Base. Also jetzt wollen wir noch den Quarzofen kalibrieren. Und hier wiederum Enter drücken und jetzt, was will er? Er will jetzt natürlich ganz genau 10 MHz. Und dasselbe, ich habe hier Square Wave, ich habe ein anderes dann auch noch mit Sinus, aber wir bleiben bei dem Bodnar und machen Enter. Und jetzt kalibriert er den Quarzofen. Ich habe den 010, also einen hochwertigen
Quarzofen eingebaut. Das ist der beste, den man für den 131a kriegen kann. Der ist einfach so mitgeliefert worden zu meinem Gerät. Und das dauert jetzt einige Zeit. Keine Ahnung wie lang. Man schaut mal ein bisschen zu. Kann ein paar Sekunden dauern oder vielleicht auch eine Minute. Mal schauen, wie lange das geht. Ich lasse sie da mit mir in Geduld halten. Gate habe ich rasch gesehen. Jetzt hat er da etwas getan. Gate, jawohl. Gate, so scheinbar. Es tut sich auf alle Fälle was. Calibrating, jawohl. Es tut sich auf alle Fälle was. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Sie bekommen dann auch etwa ein Gefühl, wie lange das dauert. Ich hoffe, ich strapaziere Ihre Geduld nicht allzu sehr. Aber es macht natürlich mal Sinn, diese ganze Prozedur miteinander durchzugehen. So hat man dann auch ein Gefühl. Das sind die Basiskalibrierfunktionen, die wir hier mit dem Kalibrieren der Frequenz des Quarzofens abschließen. Es gibt ganz viele Kalibrierfunktionen, die eben noch zusätzliche externe Kalibrierinstrumente, Geräte benötigen, und die habe ich hier nicht zur Verfügung. Aber mit diesen Funktionen haben wir doch schon eine recht gute Grundkalibrierung des Gerätes. Übrigens noch als Hinweis, das Gerät muss sicher lange genug eingeschaltet sein. Ich habe dieses Gerät, das läuft seit 2 Tagen, also empfohlen sind sicher 24 Stunden mal für solche Kalibrierfunktionen zu machen. Ich denke, das bietet sich an, das Gerät mal über Nacht laufen zu lassen oder einen ganzen Tag laufen zu lassen. Ich denke, das zahlt sich aus, wenn man diese Funktionen aufrufen will. Okay, dauert. Jetzt ist passiert. Also, Timebase kalibriert Pass, und so sind wir jetzt am Ende. Und am Schluss schalten wir jetzt einfach wieder aus und wieder ein. Und jetzt sollten wir, ich habe ja immer noch das Botnet dran, schön 10 MHz haben. Selbstes Pass, das geht wunderbar. Also wir haben jetzt das Gerät kalibriert. Jetzt ist der Quarzofen synchronisiert mit dem GPS, DO, und wir haben schön 10 MHz. Ich kann jetzt noch einfach noch so zur Spaßeshalber die Time hier einschalten und sagen, okay, ich schalte mal das Gate auf 1 Sekunde, genau, damit die Auflösung ein bisschen höher ist, und so können wir noch sehen, ob das auch so noch geht. Auch das ist doch perfekt. Also wunderbar, somit ist die Basiskalibrierung des Gerätes abgeschlossen. Das ist sowohl für das 53131 als auch das 32 gültig. Schönen Dank und bis zum nächsten Video.